So, wir sind hier beim nächsten Luxemburger. Die sind dieses Jahr sehr stark vertreten in der Autocross-Europameisterschaft. Nico Reding. Nico, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Was hat dich bewogen, in die Autocross-Europameisterschaft in diesem Jahr einzusteigen? Oder ja, was hast du vorher gemacht? Ja, vorher habe ich 2 Jahre war ich in der SWSV, wo ich relativ gut unterwegs war. Ich bin aber auch schon vor 20, 25 Jahren Europokal gefahren und so, aber Flachkäfer. Ja, jetzt habe ich hier diesen Wagen ganz neu gemacht im Winter. Motoren alles neu gemacht, ganzes Fahrzeug richtig gut aufgebaut. Und ja, habe ich noch einen kleinen Challenge in meinem Alter noch mal gesucht. Ne? Ja, warum auch nicht? Wenn man sich noch fit genug fühlt, dann sollte man das auch angehen, denke ich. Und was hast du dir denn vorgenommen? Wolltest du das ganze Jahr Europameisterschaft fahren oder wie ist der Plan? Also mein Plan ist so, wenn ich einmal angefangen habe, mache ich das alles fertig. Also ich hoffe, ich kann jedes Rennen starten. Wenn alles hält, wenn Motoren halten, Wagen hält, dann sind wir auf jedem Rennen, auf jeden Fall. Ja, das hört sich gut an, dann werden wir dich ja in diesem Jahr noch öfter sehen, das freut uns. Du hast 2 Motoren verbaut, warum kein Hayabusa? Ja, ich habe 2 Motoren verbaut. Ich habe den Wagen von Paul Peters vor 3 Jahren so gekauft. Und ich bin richtig gut damit unterwegs, sage ich jetzt mal. Mein Sohn hat ja den Hayabusa, also er mag nicht die 2 Motoren. Wir haben das hier jetzt richtig gut eingestellt und ja, ist gut so, glaube ich. Dass das funktioniert, das hat man ja auch im letzten Jahr am Europameister Johnny Fouillade gesehen. Und ich denke, ja, dann kannst du zuversichtlich in die Saison blicken und wir wünschen dir alles Gute und viel Glück. Ja, danke dann.